Simone Thomalla zeigt nackten Po. Na, das sind ja mal heiße Einblicke. Simone Thomalla, 57, postet bei Instagram ein Tobak-Foto, das sich sehen lassen kann. Die Schauspielerin ist auf dem Foto in einem Po liegen zu sehen. Sie blickt direkt in die Kamera, doch neben ihrem Gesicht samt strahlendem Lachen ist im Hintergrund etwas mindestens genauso Spannendes zu sehen. Die 57-Jährige trägt nämlich augenscheinlich einen knappen Stringtanga, der den Blick auf ihre nackten Po-Backen freigibt. Und die sind ganz schön prall und rund. Das fällt auch ihren FollowerInnen auf. Die Simone für ihr heißes Pool-Tobak viele Likes und nette Komplimente schicken. Was genau trägt Bachelor-Siegerin Claire Lazzion, 31, auf ihrem neuesten Instagram-Bild? Ist es ein Body? Ein Bikini oder doch ein Kleid? Eins ist zumindest klar, ihr Statement-Outfit ist in jedem Fall ein Hingucker. Normalerweise hält sich die Influencerin mit freizügigen Bildern auf ihrem Account eher zurück. Auf ihrem aktuellen Bild jedoch bedeckt ihr Outfit nur das Nötigste. Die schwarzen, geschwungenen Muster setzen den Körper der TV-Bekanntheit perfekt in Szene. Passend zu ihrem stolzen Blick kommentiert sie das Bild mit den Worten: "Ich blicke nach vorne und freue mich auf alles, was noch kommt. Auch wir sind gespannt, was die Zukunft für Claire bereithält." Dieser Look fällt auf, für das neue Cover des Magazins Idee zeigt sich Lilly Rose Depp. 23, oberkörperfrei. Untenrum trägt die Tochter von Hollywood-Star Johnny Depp. 59, und Vanessa Paradis, 50, eine Jeans von Chanel. Passend, denn das Model ist gleichzeitig Botschafterin für die Luxusmarke. Auch die anderen Fotos der Modestrecke zeigen sie recht freizügig, auf einem Foto trägt sie beispielsweise nur ein transparentes Kleid, auf einem anderen einen knappen Body. In einem Artikel der aktuellen Ausgabe des Magazins äußert sich die Jungschauspielerin über den Fluch und Segen berühmter Eltern und auch wie sie diesen Herausforderungen entgegentritt. Bei der Berlinale Opening Night von Gala, RTL und UFA war ordentlich was los. Auch in Sachen Styling haben sich die Stars besonders viel Mühe gegeben. Vor allem das Outfit von Moderatorin Mareile Höppner, 45, löst bei ihren Fans eine Flut an positiven Reaktionen aus. Inmitten der 5 Elevator Boys zeigt sich die Extra-Moderatorin bei der Eröffnungsfeier der Filmfestspiele und sticht mit ihrem Outfit ordentlich heraus. Auf ihrem Instagram-Account zeigt die 45-Jährige, wie sie mit ihrem dunkelroten glänzenden Outfit um die Wette strahlt. Das asymmetrische Kleid von Designer Marcel von Berlin überzeugt besonders durch seine großen Puffärmel und den hochgeschlossenen Kragen. Dazu kombiniert die Moderatorin transparente Heels mit einer verchromten Spitze, sowie eine kleine Klutsch. Von ihren Fans wird die Moderatorin für ihr Outfit gefeiert. Diese kommentieren: "Das Outfit ist der Hammer" oder "Mareile, du siehst so toll aus. Mega Outfit." Sie haben die Promi-Looks der letzten Woche verpasst? Den Fashion-Ticker finden Sie hier.